Volker Stahl, den Leiter der Sportschule Rietsch. Hermann Brustung natürlich, den ehemaligen Halle-Europameister über 800 Meter. Edith Mantel, Leiter der Rolliger Feder, der Stadtwerke GmbH, Gerold Jährich und den ehemaligen deutschen Meister im Fünfkampf. Karl-Heinz Walter, den Vorsitzenden des Sportkreises Rolling und. Herzlich willkommen, aber vor allem Sie, liebe Zuschauer aus nah und fern, herzlich willkommen. Das ist euer Beifall, dass ihr heute gekommen seid. Und wie ihr das natürlich für uns kennt, da stehen sie schon, die Top-Athleten. Präsentieren wir jetzt als erstes die Top-Athleten des heutigen Meetings, die wir dann sofort danach hier auf der Laufbahn sehen. Bitte. Ja, liebe Zuschauer, wir beginnen bei Diana Sujec, die startet für den LTH Hamburg Marathon. Sechster Platz der Europameisterschaften 2012. Heute über 600 und 1000 Meter Reihe, da kommt sie angelaufen. Herzlichen Glückwunsch, herzlich willkommen, Diana Sujec. Ja, wir begrüßen den deutschen Meister über 400 Meter Hürden des Jahres 2013. Wir haben ihn hier schon auf der Bahn gesehen. 35,3 Sekunden über 300 Meter Hürden vom LAC Erdgas Chemnitz. Silvio Schirmeister. Die nächste Dame startet für die LG Karlstadt. Wohnt in München. Fabienne Kohlmann, mehrfache deutsche Meisterin. Sie hält den Mittelrekord über 600 Meter. Als nächstes ein Anliegen dieses Wettkampfes, eine paralympische Goldmedaillengewinnerin über 400 Meter bei den Paralympischen in London aus Tunesien, Leda Bahi. Und dann steht sie bereit, im letzten Jahr ganz famos hier die 1000 Meter gewonnen, deutsche Hallenmeisterin aktuell über 1500 Meter für den LC Rielingen, Annette Horner. Ja, wir sagen herzlich willkommen an den vielfachen österreichischen Meister, WM-Halbfinalist über 1500 Meter im Jahr 2013, Andreas Wolter. Dann kommt unser schneller Mittelstreckler, deutscher Hallenmeister über die 800 Meter, Andreas Lange, Eggy Rheinbeck-Ohe. Und wir begrüßen den Meeting-Sieger über 600 Meter der Jahre 2012 und 2013 aus Polen, Patrick Kurek. Als nächstes wieder eine Sportlerin mit Handicap, die Bronzemedaillengewinnerin über 100 und 200 Meter in London, Claudia Nikolajczyk. Ein herzliches Willkommen geht an die deutsche Hallenmeisterin und siebte der Hallenweltmeisterschaften über 60 Meter Hürden, Nadine Hildebrandt vom VfL Sindelfingen. Und ein wenig zusammenrinden bitte auf dem Podest, es kommen noch einige Athleten. Die nächste mit Medaillen geehrt in London, über 100 Meter bei den Paralympics und Vize-Weltmeisterin im letzten Jahr aus Erfurt, Maria Seifert. So, wir kommen zu einem der ganz, ganz großen Talente, die wir auf dieser Distanz haben, zum Junioren-Europameister über 800 Meter vom LC Rielingen. Herzlich willkommen, Patrick Zwicker. Wir haben sie eben gesehen, zweimal über die 300 Meter Hürden. Deutsche Meisterin über 400 Hürden im letzten Jahr und nachher dann für sie bei der Autogrammstunde Christiane Klopsch. Wir begrüßen, und auch ihn haben wir heute schon gesehen, den fünften der Hallenweltmeisterschaften über 60 Meter Hürden von der LAV Stadtwerke Tübingen. Herzlich willkommen, Gregor Traber. Und den nächsten Mann, den kennen Sie vielleicht von seinen Trainingskilometern oder seinen beherzten Auftritten hier in Blitzhausen. Der Vize-Europameister über 5000 Meter und ganz stark über 10.000 vor kurzem in Stanford in die Saison gestartet. Arne Gabius, LAV, Stadtwerke Tübingen. 16.30 Uhr, das Highlight des heutigen Tages. 3000 Meter hier auf der Rundbahn. Ja, und last but not least,
ein junger Mann, der hier für Furore gesorgt hat in Deutschland auf der Laufszene. Von der LG Eintracht Frankfurt, Fünfter, wurde er bei den Weltmeisterschaften über 1500 Meter. Er, einer unserer Stars heute hier in Blitzhausen. Herzlich willkommen, Homiu Tesfaye. Ja, liebe Zuschauer, das sind einige der Top-Athleten vereint vor Kuli. Kuli, wie Kuh muss man das verstehen eigentlich, das Maskottchen aus der Schweiz. Kuli, wo ist eigentlich deine Glocke? In der Schweiz haben die Kühe alle Glocken um, Kuli hat seine heute vergessen. Das also die Top-Athleten des heutigen Tages, stellvertretend für viele, viele, die angereist sind. Und dann geht es sofort rein ins Hauptprogramm, hier beim 30. Meeting der krummen Strecken. Perfect.